Sie sind reich und sie genießen es. Ich bin der König der Welt! Vom Tellerwäscher zum Millionär. Du kannst mir glauben, dass sich das gut anfühlt, denn du wachst morgens auf und fühlst dich richtig gut, okay? Self-Made-Millionäre, made in USA. Ich habe alles von Porsche, Aston Martin, Bentley, Ferrari. Früher konnte ich mir keinen eigenen Jet leisten. Ohne den könnte ich nicht das machen, was ich heute mache. Das Einzige, was zwischen dir und 100 Millionen Dollar steht, bist du selbst. Als ich hier ankam, wusste ich, ich werde niemals zurückkehren. Miami, Wahlheimat des Regensburger Multimillionärs Christian Jagodzinski. Auf dieser Insel hat er sich ein stattliches Anwesen errichten lassen. Ja, also hier ist also der Eingangsbereich. Den habe ich gestaltet so als Raum zwischendrin und draußen, so dass man viel Licht hat und Baum und Pflanzen und viel Grün. Und ja, ich wollte immer so eine Grand Staircase haben, dass das Ganze so ein bisschen Schlosscharakter hat für jemanden, der reinkommt. Und der Eingangsbereich ist auch wichtig, dass der beeindruckend aussieht. Christian Jagodzinski war nicht immer so wohlhabend. Er stammt aus bescheideneren Verhältnissen. Mein Vater war wissenschaftlicher Angestellter und hat also ein Butterbrot verdient. Und meine Mutter hat dann nach dem Studium eben nicht gearbeitet, sondern sich um uns gekümmert. Also das war finanziell sicher auf dem untersten Level, was man sich vorstellen kann. Als er nach Miami kam, hat er sich mit dieser Villa einen Traum erfüllt. Das alte Haus, was hier ursprünglich war, das hatte ja ein Flachdach schon auf einer Seite. Und dann habe ich gesagt, Jacuzzi aufs Dach, und dann kann man im Jacuzzi sein. Und diesen Plan haben wir dann beibehalten, wie wir das Haus neu gebaut haben. Es war allerdings alles gar nicht so einfach, weil dann erst machst du den Jacuzzi da rein und dann setzt dich das erste Mal rein und dann siehst du, der Jacuzzi ist viel zu niedrig. Und dann haben wir das ganze Ding anheben müssen, damit du überhaupt über die Brüstung rüberschauen kannst. Also war eine größere Aktion. Aber inzwischen ist er gut. Inzwischen ist eher das Problem, dass die Palmen so hoch wachsen, dass wir nicht mehr rausschauen können. Solche Luxusprobleme hat der 47-Jährige erst, seit er seine Softwarefirma Ende der 90er für einen zweistelligen Millionenbetrag an Amazon verkauft hat. Geld spielte bei der Luxusausstattung seiner Villa dann keine Rolle mehr. Ja, hier ist das Billardzimmer. Das ist ein Raum, der ist eigentlich der Raum, wenn man ein paar Freunde da hat, weil man kann gleichzeitig Billard spielen, einen Drink an der Bar haben oder einen Film anschauen im Home Cinema da hinten. Und man ist sehr, sehr nah am Pool. Als er mit Ende 20 Millionär wurde, hat sich Christian Jagodzinski beruflich erstmal eine Auszeit genommen und die angenehmen Seiten des Lebens genossen. Ich habe ja das ja alles an meinem Telefon, da kannst du zum Beispiel den Wasserfall anschalten hier. Trotz der üppigen Ausmaße seines Palasts, neben ihm leben hier lediglich noch seine Frau und die beiden Kinder. Braucht man so viel zum Leben? Nee. Ich wollte damals schon ein bisschen Grundstück haben auch, dass du praktisch genug Land hast, auf dem du rumlaufen kannst. Das ist hier ungefähr ein Acre, das, was macht das, 4000 Quadratmeter ungefähr. Und das Haus ist schon so, dass wenn du da mit einer Familie drin wohnst, dann hörst du dich nicht mehr, wo du bist. Also du musst dann wirklich teilweise dich am Telefon anrufen oder irgendwelche Monitore installieren oder sowas. Also es ist nicht so einfach mehr, das Leben, wie man sich das überhaupt vorstellt. Ein unbeschwertes Leben mit allen Annehmlichkeiten, die man sich nur vorstellen kann. Davon hat auch diese Frau immer geträumt. Malinka Max ist fast ohne Geld aus Russland in die USA gekommen. Durch das Organisieren von Partys für Superreiche hat sie es dann geschafft, selbst Millionärin zu werden. Ihre Assistentin Alina ist stets an ihrer Seite und unterstützt sie bei der Organisation und Durchführung ihrer Events.
Hallo? Ja, natürlich produzieren wir Events. Sie haben die richtige Nummer gewählt. Wir produzieren die luxuriösesten Events. Meine Klienten sind Millionäre und Milliardäre und die Budgets sind gewaltig. Das gibt mir die Möglichkeit, meiner Vorstellungskraft freien Raum zu lassen. Und das lässt mich Großartiges komponieren. Ich hatte Alligatoren im Pool, Mädchen, die von der Decke hingen und Champagner ausschenkten. Alles, was man sich vorstellen kann, können wir produzieren. Wie viele Gäste haben Sie? 300. Okay, wir brauchen also eine große Villa. Malinka hat sich einen guten Ort für ihr Geschäft ausgesucht. In der Umgebung von Miami leben über 100.000 Millionäre. Wir können Sie von einer Yacht abholen lassen, dann machen Sie einen 1 bis 2 Stunden Trip rund um die Inseln und kommen gerade rechtzeitig auf Ihrer Party an. Nachdem wir heute das letzte Event abgeschlossen haben, können wir direkt mit dem nächsten loslegen. Ich bin aufgeregt. Als erstes suchen die beiden eine passende Yacht für den neuen Kunden. Schau, wie cool. Passt zu deinem Telefon. Tja, wenn du eine echte Barbie bist, kannst du auch eine echte Barbie-Yacht bekommen. Da das kommende Event schon bald stattfinden soll, verabredet Malinka schon mal ein Treffen mit den dort benötigten Tänzern am Abend. Um dem Klienten einen Vorgeschmack auf das zu geben, was ihn erwartet, hat Alina derweil Aufzeichnungen eines vergangenen Events herausgesucht. Oh, da bin ich ja. Vergiss niemals, Spaß bei der Arbeit zu haben. Malinka hat nicht nur großen Spaß an ihrer Arbeit, sie macht auch gutes Geld. Ihre Provision beträgt 20% der Gesamtkosten. Mit $600 bin ich von Russland hierher gekommen. Damit war ich in der Lage, mein Imperium auf über 1 Million innerhalb von 10 Jahren wachsen zu lassen. Das ist, glaube ich, nur in den USA möglich. Alina, bist du soweit? Wir müssen los. Malinka ist Perfektionistin. Sie will genau wissen, was die Tänzer auf der kommenden Party darbieten können. Ich stachel sie jedes Mal an. Lasst euch noch mehr einfallen. Noch mehr Außergewöhnliches, was die Leute noch nicht gesehen haben. Denn das ist mein Markenzeichen. Die Show der Tänzer ist ein entscheidender Teil von Malinkas Geschäftskonzept. Bei den Live-Performances kommen häufig aufwendige Kostüme zum Einsatz. Im Schnitt kostet so eine Party 70 bis 100.000 Dollar. Können wir es mal mit der geplanten Lightshow sehen? Aber natürlich. Tänzer verdienen in den USA durchschnittlich $17 pro Stunde. Für einen Abend bei Malinkas Kunden winken bis zu $2.000. Grund genug, sich ins Zeug zu legen und sich nachhaltig bei der erfolgreichen Eventplanerin zu empfehlen. Bravo, großartig. Ihr seid engagiert, 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 engagiert. Jeder ist engagiert. Wie Malinka hat auch Kim Levine ihren American Dream wahrgemacht. Ich war eine Hausfrau mit 2 kleinen Kindern und einem Mann, der seinen Job verloren hatte. An meinem Küchentisch habe ich Wavits gebastelt. Das sind Heizkissen für die Mikrowelle. Ich habe sie erfolgreich verkauft und mich dann entschieden, das Produkt auf den Markt zu bringen, um meine Familie zu unterstützen. Jeder, den ich kannte, hat mich für verrückt erklärt, da ich die Rücklagen meiner Familie riskierte. Um es kurz zu machen, ich habe innerhalb von 8 Wochen Wavits im Wert von $250.000 verkauft. Da haben die Leute aufgehört, mich verrückt zu nennen. Mit ihren Mikrowellenheizkissen, den Wavits, wird Kim Millionärin. Um anderen eine Anleitung zu geben, wie sie sich ebenfalls den American Dream erfüllen können, schreibt sie ihre Erfahrungen im Buch Mummy Millionaire nieder. Damit landet sie einen weiteren Riesenerfolg und wandert von Talkshow zu Talkshow. Kim Levine, she's the author of Mommy Millionaire, inventor of the Wavit. Her idea has made her a millionaire. Let's say I have an idea, what do I do? Well, you probably need to write a business plan. Doch nach dem steilen Aufstieg folgte 2008 Kims Fall. Im Zuge der Finanzkrise sind alle meine Verkaufspartner bankrott gegangen.
Und ihre Schulden sind an mir hängen geblieben. Dann habe ich mich entschieden, mein Medienunternehmen zu gründen und habe dafür mein restliches Geld genommen und noch 4 Jahre Entwicklung reingesteckt. Da kommen insgesamt etwa 1 Million Dollar in Form von Eigenleistung und Cash zusammen. Bei den Ideen für ihr Medienunternehmen lässt sie sich von einem alten Hasen beraten. Multimillionär Terry Cross hat einen großen Teil seines Vermögens durch Investments in Weltkonzerne wie Google gemacht, als diese noch in der Gründungsphase waren. Auch in Kim sieht er großes Potenzial. Sie will eine Online-Show produzieren, in der sie Unternehmerinnen mit Risikokapitalgebern zusammenführt. Wir haben ein Modell kreiert, das die Grenze zwischen Werbung und Unterhaltung verwischt. Für die gleichen Kosten, die ein Weltkonzern wie Coca-Cola für einen 90-Sekunden-Spot bei einem großen Sender bezahlt, können wir 90 Minuten in Hollywood-Qualität für das Web produzieren. Auch wenn sie damit in 5 Jahren 1 Milliarde verdienen will, momentan ist das Ganze nicht viel mehr als die Idee einer Quereinsteigerin. Wir haben kein Problem damit, Meetings zu bekommen, Terry. Und wir haben Termine mit einigen der größten Unternehmen in Amerika, Pepsi, Procter & Gamble und Coke. Bis jetzt hat sie die Zusage über 200 Millionen Dollar. Doch dieses Geld ist lediglich Investmentkapital, das die Frauen in Kims Show zur Verfügung gestellt bekommen sollen. Sie selbst hat niemanden, der sie bezahlt. Nun braucht sie Unterstützung, bevor ihr das Geld vor dem Start ausgeht. Was wir jetzt brauchen, ist Arbeitskapital von Gründungssponsoren. Ich werde Carolyn Cassin, die Präsidentin von Bell Michigan, fragen, ob sie uns unterstützt. Was meinst du? Meiner Erfahrung nach will Carolyn Teil des Schaffungsprozesses sein. Sie mag es nicht, einfach nur zu einem Projekt hingelenkt zu werden. Oh, das ist interessant. Und dann eingespannt zu werden. Und was auch noch wichtig ist, was ziehe ich an? Um Carolyn zu treffen? Genau. Ist das ein gutes Kleid oder findest du... Nein, es ist perfekt. Das wird dir lieber sein als das, was du jetzt gerade trägst. Wenn du Geld willst, musst du auch nach Geld aussehen. Danke dir, Terry. Auch in Deutschland leben etwa 1,5 Millionen Millionäre. Darunter sogar 120 Milliardäre. Damit gehören die Deutschen zu den Top 5 der reichsten Nationen weltweit. Das ist jedoch nichts im Vergleich zu den USA. Dort leben 540 Milliardäre und insgesamt über 15,7 Millionen Millionäre. Selbst in Bezug zur Gesamtbevölkerung ist die Millionärsdichte in den USA immer noch 3-mal so hoch wie in Deutschland. Doch auch hierzulande lässt sich Reichtum anhäufen. In Deutschland wird das Thema in der Regel nur diskreter behandelt und nicht so offensiv zur Schau gestellt. Die Millionäre Veronica und Noah Wild wollen über die genaue Höhe ihres Vermögens nicht sprechen. Sie verdienen ihr Geld in der Haarkosmetikbranche. Veronica stammt aus Bulgarien, hat aber lange Zeit in den USA gelebt, bevor sie nach Deutschland kam. Sie kennt beide Kulturen genau und weiß, während Reichtum in den USA größtenteils Anerkennung hervorruft, verursacht er in Deutschland eher Neid. Trotz ihres Wohlstands haben die beiden bislang zur Miete gewohnt, doch das wird sich bald ändern. Die haben eine Website, wo du dir die Bilder anschauen kannst. Bald ist es soweit. In Frankfurt am Main haben sie sich eine exklusive Penthouse-Wohnung gekauft. Keine protzige Villa, aber ein Traumobjekt, das sich Durchschnittsverdiener nicht leisten können. Das wird so schön, da freue ich mich richtig drauf. Ich mich auch. Ich kann es kaum erwarten. Ich muss ins Büro. Schönen Tag. Dir auch. Der 31-jährige Noah ist der Sohn eines erfolgreichen und sehr wohlhabenden deutschen Unternehmers, in dessen Firma er bereits die Nachfolge als Vorstandsvorsitzender angetreten hat. Das Unternehmen Wild Beauty AG vertreibt Kosmetikprodukte für Friseure. Ich bin jetzt Nachfolger, ja, ich bin nicht Gründer, trotzdem denke ich, bin mittlerweile 14 Jahre bei uns dabei, habe ich das Unternehmen auch mit zu meinem geformt. Der Nachname Wild, den ich ja auch habe, ja, der ist sowohl Verpflichtung als auch Chance als auch Last. Das ist halt einfach so. Ich bin zwar hier als Geschäftsführer, aber ich habe darauf per se erstmal kein Anrecht. Ja? Nur der Name allein qualifiziert mich ja nicht dafür. Und ich habe mich wirklich jetzt jahrelang
zu dem Job hingearbeitet, den ich habe. Hätte ich jetzt erstmal 10 Jahre studiert und wäre dann hierher gekommen und gesagt, wunderbar, guten Morgen, ich bin ja der Geschäftsführer jetzt, hätte nicht funktioniert, weil es nicht glaubwürdig ist. Und ich denke, wenn die Leute denken, der ist jetzt mal hier, weil er der Sohn vom Fadi ist oder sowas, dann ist das noch keine Führungskultur. Wir ziehen alle an einem Strang, weil mittlerweile ich auch in der Firma eine Glaubwürdigkeit mir erarbeitet habe und Anerkennung erarbeitet habe durch absoluten Einsatz. Ich finde es gut, es sind einige Bilder mit dabei. Das ist schön. Weil ich bin Workaholic, ich arbeite ohne Ende, weil es mir aber auch Spaß macht. Ich habe manchmal 14, 15 Stunden Tag, ist auch vollkommen in Ordnung für mich. Ich habe ja auch Vorteile, die ich wiederum habe. Ich muss einfach den absoluten Willen zum Erfolg haben. So wie seine Frau Veronica. Bei einem US-amerikanischen Haarpflegekonzern leitet die 36-jährige gebürtige Bulgarin die internationalen Geschäftsentwicklungen. In den Vereinigten Staaten hat Veronica eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Als ich 18 war, sind wir von Bulgarien in die USA eingewandert. Ich glaube an den American Dream. Und ich fühle mich geehrt, sagen zu können, dass er für mich funktioniert hat. Wir waren sehr arm, als wir in die USA zogen. Ich erinnere mich daran, dass meine Mutter und ich täglich zählten, wie viele Dollar wir hatten, um zu entscheiden, ob wir essen oder tanken gehen, oder ob wir Geld für Kaffee haben oder ob wir nur Brot kaufen. Das war ein schwerer Start, aber dadurch fühlt sich der Erfolg umso besser an. Anders verlief der Start bei ihrem deutschen Ehemann Noah. Er wuchs bereits vermögend auf. Mittlerweile hat er durch eigene Arbeit sein Vermögen vermehrt und genießt den Erfolg und die Vorzüge eines finanziell sorgenfreien Lebens. Teil seiner Arbeit ist der ständige persönliche Kontakt mit seinen Kunden, den Betreibern ausgewählter Friseursalons. Hast du das mal mitgebracht? Ich bin gespannt. Für dich als Farbguru, nämlich unsere neue Farbe. Nächstes Jahr im Frühjahr kommt es zu uns auf den Markt. Oh. Mischung 1:1. Bis 20 Minuten. Zick, zack, schnick, schnack. Mehr brauchst du nicht. Das verkauft sich von alleine. Ja. Also ich bin sofort dabei, wenn es da ist. Danke für die Information. Das Geschäft des deutschen Millionärs läuft gut. Aber in den USA könnte Noah vermutlich noch mehr Geld verdienen. Zu diesem Schluss kommt Juniorökonomieprofessor Konstantin Wacker von der Universität Mainz. Wenn ich jetzt ein Gutverdiener bin in den USA, verdiene ich deutlich mehr, als das in Deutschland der Fall ist. Das Mittelmaß ist ungefähr gleich, würde ich sagen, aber in den höheren Einkommensbereichen kann man in den USA deutlich mehr verdienen, als das in Deutschland der Fall ist. Die Gutverdiener in den USA profitieren aber nicht nur von höheren Einkommen. Auch das Steuersystem kommt ihnen entgegen. Der Spitzensteuersatz kommt viel später und ist auch niedriger als in Deutschland. Das heißt, es ist leichter, mal Vermögen zu bilden. Kein Vergleich zu deutschen Verhältnissen. In Amerika zahlst du gefühlt gar keine Steuern. Zumindest wenn du einen richtigen Steuerberater dort hast, hast du ja real, glaube ich, fast gar nichts mehr. Ja. Ganz anderes Sozialsystem. Hier ist alles auf Verteilung und Support und Unterstützung vom Staat ausgelegt. Ich denke, Deutschland macht einen tollen Job bei der Versorgung derer, die nicht so viel Geld haben, wie etwa die Jungen oder die Rentner. Die USA sind viel kapitalistischer. Da wird viel mehr privat gemacht. Der Vorteil daran ist, dass die Steuern in den USA niedriger sind. Ich bezahle höhere Steuern in Deutschland, aber dafür bekomme ich auch ein wesentlich besseres Sozialsystem für die weniger gut Betuchten. Wie stark sich das amerikanische und das deutsche System unterscheiden, wird besonders beim Blick auf den prozentualen Anteil der Armen in der Bevölkerung deutlich. Spannend ist, sich da anzuschauen, wie das aussieht, bevor Steuern gezahlt wurden und bevor ich Transfers erhalten habe. Da ist es nämlich so, dass in beiden Ländern die Armutsrate ungefähr bei 30% liegt. Der entscheidende Unterschied. Die staatlichen Umverteilungsmaßnahmen der beiden Länder arbeiten so verschieden, dass es dem deutschen Sozialstaat gelingt, diesen etwa gleich hohen Anteil an Armen in der Bevölkerung auf 1/3 zu reduzieren, während in den kapitalistischen USA der Anteil nicht einmal halbiert wird. Durch den Unterschied der Sozialsysteme und die aktivere Umverteilung des Vermögens in Deutschland ist der prozentuale Anteil der Armen in der Bevölkerung in den USA etwa doppelt so hoch wie in Deutschland. In den USA ist die Gesellschaft offener und durchlässiger von arm nach reich und auch andersrum. Also es ist einfacher, Vermögen aufzubauen, ist auch einfacher, Vermögen zu verlieren. Und dadurch sehen
die Leute, die den Reichtum immer als etwas, das Ansporn ist, es selber zu schaffen, selber hart zu arbeiten und vielleicht selber ein Unternehmen anzufangen. Und die sehen es nicht so als Klassenunterschied. Das ist schon anders. Und ich denke, dass der amerikanische Weg der bessere ist, weil er die Leute mehr motiviert. Ich bin mir sicher, dass es auf dieser Welt bessere Systeme gibt als das unsere. Aber unser System hilft einer Menge Menschen und gibt ihnen die Möglichkeit, mit einem freien Unternehmertum zu wachsen. Und soweit ich weiß, spenden die Amerikaner mehr Geld, um der Welt und Amerika zu helfen, als irgendwer sonst. Muss unser System verbessert werden? Selbstverständlich, aber wir arbeiten dran. Das schaffen wir. Dieser Mann muss sich um seine Finanzen keine Sorgen mehr machen. John Paul DeJoria ist einer der reichsten Menschen der Welt. Der Luxus, in dem er heute lebt, wäre für ihn früher undenkbar gewesen. Mit einem Startkapital von gerade mal $700 gründet John Paul DeJoria 1980 mit seinem Geschäftspartner Paul Mitchell das Haarkosmetikunternehmen Paul Mitchell Systems. Der markante Schriftzug in Schwarz-Weiß ist aus der Not geboren. Ein farbiges Design konnten sie sich anfangs einfach nicht leisten. Später erwirtschaftete das erfolgreiche Unternehmen dann jährlich fast $1 Milliarde Umsatz. John Paul DeJoria ist die Verkörperung des amerikanischen Traums. Mein Vater hat uns verlassen, als ich 2 war. Es gab also nur meinen Bruder, meine Mutter und mich. Und meine Mutter war fabelhaft. Wir hatten zwar kein Geld, aber wir hatten viel Liebe und das ist das, was wirklich zählt. Als das Geld kam, war es einfach, davon etwas zurückzugeben. Ob sich das gut anfühlt? Da kannst du mal von ausgehen. Denn du wachst morgens auf und fühlst dich richtig, richtig gut, okay? Aber das Beste daran ist das. Ob jemand sagt, sie haben 3,1 Milliarden, ich glaube, das war Forbes, und dann sagte Bloomberg, nein, ich denke, sie haben über 5 Milliarden. Es geht nicht um den Betrag, es geht darum, dass ich wohlhabend genug bin, dass meine Familie über viele, viele Jahre ein tolles Leben führen kann und ich Leuten auf der ganzen Welt helfen kann. Zu diesem Zweck hat sich John Paul DeJoria der Giving Pledge angeschlossen, einem Club von Superreichen, die sich dazu bereit erklärt haben, die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Mehr als $200 Milliarden pro Jahr spenden die Amerikaner an ihre Charities. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt etwa 4-mal so viel wie der OECD-Durchschnitt. Warum sind die Amerikaner so viel spendabler als wir? Ich denke, es hat mit dem Sozialsystem zu tun. In Deutschland bekommen wir so viel vom Staat. Erziehung, Gesundheitsversorgung, Rente und so weiter. In den USA ist das alles privat finanziert. Man hat also nicht zwingend eine Versicherung oder Zugang zu guter Bildung oder anderen Dingen, die wir hier in Europa für selbstverständlich halten. Daher denke ich, dass der Bedarf an karitativer Hilfe in den USA größer ist. Ich denke, es ist deswegen auch vollkommen normal, wenn ich einfach gefühlt kaum Steuern zahle, dass ich trotzdem, also schon auch die Verpflichtung habe, der Menschheit was zurückzugeben. Das würde ich mir schon ganz klar so ansehen. Wenn ich natürlich jetzt in Deutschland bin, habe ich vielleicht mehr im Kopf zu sagen, na, ich mache schon so viel für diesen Staat und ich mache schon so viel durch meine Abgaben und hast du nicht gesehen, dass ich dann vielleicht weniger Interesse habe, noch was privat zu spenden. Reichtum verpflichtet. In Amerika werden Charities von einigen Reichen auch dafür genutzt, um ihr Image aufzupolieren. Für andere ist die Party das Mittel der Wahl. Malenka Max und ihre Assistentin sind unterwegs zu Christian Jagodzinski. Er gehört zu ihren Stammkunden. Die Eventplanerinnen sollen auch seine nächste Party organisieren. Schon die letzte war ganz nach seinem Geschmack. Ausgefallene Kostüme, leicht bekleidete Schönheiten und spezielle Live-Performances. Diese Zutaten spielen bei Malinkas Events eine zentrale Rolle. Je ausgefallener, desto besser. Auch für die kommende Party hat Malinka schon wieder neue Ideen. Wir haben einen umwerfenden Plan für deine Party. Bist du aufgeregt? Na klar. Also was ist das Thema dieses Mal? Ich meine, wir werden wieder ganz in Weiß feiern, oder? Aber vielleicht wollen wir zusätzlich noch irgendwas Großes machen. Reichtum in Miami verpflichtet. Vor allem zum Feiern. Miami ist schon ein bisschen der Party-Town, ne? Und die guten Events, die werden auch privat
sehr oft gemacht. Also es, in der Saison ist schon fast jedes Wochenende irgendwo anders eine Party oder ein Event. Und wenn man so ein bisschen in der Szene dabei sein will, dann gehört es auch dazu, dass man also zumindest einmal im Jahr auch eine Party selber macht. Ich habe vor ein paar Jahren die Malinka auf die Partys angesetzt. Ich hatte vorher experimentiert mit einigen anderen Eventplanern, aber wie das so ist in Miami, ganz schwierig, gute Leute zu finden für irgendwas. Und also bei den Eventplanern ist es nicht anders. Da gibt es viele, die viel reden und dann in Worten ist immer alles toll. Und dann, wenn es tatsächlich an die Planung und Ausführung geht, dann stimmt das nicht, stimmt das nicht. Ich denke, wir sollten den Pool abdecken, damit wir ihn in eine riesige Tanzfläche verwandeln können. Aber würdest du den ganzen Pool abdecken oder nur die Mitte? Nein, nur diesen Teil. Das würde die Kapazität auf bis zu 500 Gäste vergrößern. Ich schätze mal, du willst mehr Gäste einladen. Ja, ich weiß nicht. Ich würde eher bei 300 bis 350 bleiben und lieber die Qualität der Gäste erhöhen als die Kapazität. Ja klar, wenn jemand den Dresscode nicht einhält oder nicht auf der Liste stehen sollte, kommt er nicht rein. Die Türsteher werden strikt sein wie immer. Also ich will wirklich nur wirklich gute, enge Freunde haben. Ja, so 250, 300 Leute. Also nicht die Leute, die einfach auf jeder Party dabei sein müssen und dann vielleicht noch so ein bisschen Eye Candy ein. Der Überfluss, in dem die Superreichen leben, ist für Normalbürger nur schwer vorstellbar. Professor Wacker liegt eine Harvard-Studie vor, in der 5000 Amerikaner dazu befragt wurden. Dann sagen die, naja, ich glaube, dass die Reichsten, das reichste Prozent, 6- bis 10-fache von der Mittelklasse hat. In Wirklichkeit ist es das 380-fache, ne, von dem wir hier reden. Das heißt, wenn Sie ein Bild vor sich jetzt haben, wie so ein Superreicher, was dessen Vermögen ist, dann nehmen Sie dieses Bild und multiplizieren Sie es ungefähr mit 40, dann haben Sie eine Vorstellung davon, wie superreich die tatsächlich sind. John Paul DeJoria, einer der weltweit reichsten Menschen, genießt die Ausflüge mit seinem Oldtimer, einem seltenen Hot Rod. Er ist unterwegs mit Tochter Alexis zu seinem Schwiegersohn Jesse James. Der Ex-Mann von Sandra Bullock baut maßgeschneiderte Motorräder für 6-stellige Beträge. Mein Schwiegersohn, na, warst du ein braver Junge? Hey Jesse, was ist das? Das ist unglaublich. Das ist meine neue Straßenmaschine. Jesse baut nicht nur sündhaft teure Motorräder, auch handgefertigte Feuerwaffen gehören zu seinem Repertoire. Jesse, Leute fragen mich, warum wir Schusswaffen hier in Texas haben und warum mein Schwiegersohn die besten 45er und Gewehre auf der Welt baut. Du kannst nicht in Frieden leben, wenn du Angst hast. Das stimmt. Und es ist ein Riesenspaß zu schießen. Ich könnte jetzt hier rausspazieren und mein Maschinengewehr abfeuern. Und das macht mich glücklich. Oh mein Gott, wie schön! Auch wenn John Paul DeJoria die Hälfte seines Reichtums für wohltätige Zwecke spendet, für solche Luxusgüter hat er mehr als genug Geld übrig. Das Vermögen der Reichen ist ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Ihr Geld kurbelt die Wirtschaft an. Das gilt im Großen wie im Kleinen. Ich habe heute ein Bike fertiggestellt. Der Rahmen ist aus Edelstahl und die Karosserie aus Kupfer. Mein Gott, schau dir das an! In der Welt der Reichen kann man für genügend Geld so ziemlich alles bekommen. Das ist große Gravierkunst. Jesse, was bekommst du dafür? Was wäre der Normalpreis? Mit allem drum und dran. Naja, der Motor kostet alleine 25. Wahrscheinlich so um die 250 insgesamt. 250.000 für dieses sonderangefertigte Kunstwerk? Naja, der Motor kostet 25 Riesen und der Rahmen fast 35 bis 40. Wenn du dir anschaust, was die Leute für Diamanten oder Kunstwerke zahlen, ist eine 250.000 dafür sogar preiswert. Jesse, in den 20 Jahren, die ich dich kenne, hast du schon einige coole Bikes gebaut, aber das ist das Beste. Wunderschön. Wow. Die Amerikaner haben nicht nur mehr Vermögen, sie reden auch offener darüber als die Deutschen. Bei den Amerikanern ist auf jeden Fall nicht so wie in Deutschland, dass damit immer so hinterm Berg gehalten wird. Ja, ich darf nicht sagen, was ich verdiene oder ich darf nicht sagen, wie viel Geld ich damit gemacht habe oder sowas. Also die Amerikaner sind da ganz locker, die sagen, so und so viel ist mein Jahreseinkommen und nächstes Jahr will ich so und so viel machen und dann arbeite ich an einem Deal und dann mache ich so und so viel und jeder sagt, tolle Sache.
Und in Deutschland, da denkt man immer, wenn man irgendwelche Zahlen in den Mund nimmt, dann um Himmels Willen, dann komme ich vor wie der Prahler und das darf man nicht machen. Da ist die amerikanische Mentalität schon anders. Dieses Vermögen, das man in den USA besitzt, ist ja auch eine Absicherung. Das heißt, da geht es vielleicht gar nicht so sehr darum zu prahlen, dass man jetzt reich ist, sondern auch zu sagen, okay, ich bin vernünftig, ich bin abgesichert, mir kann jetzt nichts passieren. Wenn man in den USA sein Vermögen offenbart, dann zeigt man damit, dass man Erfolg hatte. Es ist etwas, das andere inspiriert, an sich zu glauben. Ich denke, das hat mit der Kultur des Systems zu tun. Viele Leute wandern in die USA ein, um Erfolg und Reichtum anzuhäufen. Andere haben ihnen gezeigt, ich kann den Traum leben, also könnt ihr das auch. In Deutschland hingegen sind Gespräche über das Vermögen ein großes Tabu. Man will anderen nicht das Gefühl geben, weniger wert zu sein. Diese zurückhaltende deutsche Einstellung wird aber auch von einigen Amerikanern geteilt. Ich rede nicht gerne darüber, wie viel ich besitze, sondern lieber darüber, was ich mit meinem Vermögen tue. Nimm jemanden wie Donald Trump, der sagt, ich bin ein Milliardär, ich kann alles machen, was ich will. So sind nicht alle Milliardäre. Es gibt zwar eine Menge Leute, die irgendwie an Geld gekommen sind oder geerbt haben und damit prahlen, schaut her, was ich habe, aber das finde ich schwachsinnig. Keine Ahnung, warum sie denken, dass das toll ist, aber die realisieren nicht, dass es niemand wissen will. Vor allem dann nicht, wenn man selbst nicht so viel besitzt. Also wir sind da ein bisschen anders. Ich denke, Europa ist da konservativer, was ich persönlich gut finde. Ihr seid da mehr wie ich, wenn es darum geht, darüber zu sprechen, was wir besitzen. Zurück in Miami. Malinka Max ist derweil auf der Suche nach der perfekten Party-Location für ihren Klienten. Von hier aus hat man einen Ausblick auf die Skyline von Miami und den Fluss. Von Fabien lässt sie sich die Vorzüge des Yachtclubs zeigen. Es ist ziemlich großartig. Zwei Decks. Du kannst mit der Yacht ankommen oder mit dem Auto. Du kannst einen Großteil der Gäste unten haben und das hier oben könnte eine VIP-Lounge sein. Also wenn es meine Party wäre, ich würde sie hier stattfinden lassen. Das ist eine gute Antwort. Na, da muss ich nicht lange überlegen. Schau dir die Aussicht an. Ja, die ist ziemlich großartig. Überragend. Da stimme ich zu. Malinka und Fabian haben gut lachen. Die Eventplanerin bekommt ein Fünftel der Gesamtkosten der Party als Provision. So gesehen ist es die perfekte Wahl. Ich denke, wir sollten noch ein paar Fotos machen und sie dem Klienten zur Genehmigung zukommen lassen. Und wir müssen ihm auch noch die Kosten mitteilen. Ich hoffe, du wirst uns gnädig sein. Ich werde dafür sorgen, dass es passt. Exzellent. An einem belebten Sonntag in der Hauptsaison liegt die Tagesmiete bei mindestens $200.000. Kein Problem für die Geldelite in den USA, zu denen alle von Malinkas Kunden zählen. Doch nicht nur die Location, auch die Yacht, die Malinka im Internet gesehen hat, will inspiziert werden. Bevor der Cruise beginnt, wird nur noch die Frisur gerichtet. Danke. Alles muss perfekt sein, denn wir sind in Malinkas Welt. Malinkas Erfolg basiert auf Kontakten zu vielen extrem reichen Menschen, mit denen sie vor allem über soziale Netzwerke ständig in Verbindung bleibt. Da ich jeden in der Stadt kenne, bin ich ziemlich vernetzt. Dadurch habe ich Zugriff auf all die Dinge, die gewöhnlichen Eventplanern verwehrt bleiben. Außerdem habe ich eine gute Vorstellungskraft. Alles, was du dir vorstellen kannst, kann hier auch wahr werden. Wir lieben die USA. Ich bin der König der Welt. Das zur Schaustellen des Luxus, mit dem sie sich umgibt, hat bei Malinka Methode. Noch schnell ein paar Fotos für ihren Facebook-Account und es dauert vermutlich nicht mehr lange, bis der nächste Auftrag winkt. Die meisten meiner Events finden in Anwesen statt, die am Wasser liegen und ein Dock besitzen. Mit einer Yacht zur Party zu kommen, ist ein schönes Statement. Vor allem bei einer solchen Yacht. Ich denke, dass wir da ins Geschäft kommen werden. Oh ja, eins unserer Versprechen lautet, komme mit Stil an und hinterlasse einen Eindruck. Und es gibt nichts Besseres, als mit einer Million-Dollar-Yacht vorzufahren.
Mit der Rückkehr zum Yachtclub neigt sich Malinkas Arbeitstag dem Ende. Der von Christian beginnt gerade. Autos haben mich schon immer begeistert. Ich habe alles von Porsche, Aston Martin, Bentley, Ferrari. In den USA ist das zur Schaustellen solcher Statussymbole kein Problem. In Amerika ist es schon ein größerer Teil des gesamten Lebens, dass man auch finanziell erfolgreich ist. Also das spielt eine größere Rolle, denke ich mal. Für die Amerikaner ist Glück mit Geld sehr stark verbunden. Nicht nur so, dass ich glücklich für mich bin, sondern schon auch, dass ich mir Sachen leisten kann. Seit 1998 kann er sich ein Leben im Luxus als Privatier leisten. Nachdem du dir ein paar Jahre die Sache aus der Frührentnerperspektive anschaust, dann stellt man doch fest, auf der einen Seite die Leute, mit denen man so zu tun hat, die auch Zeit haben unter der Woche und nicht arbeiten, das sind nicht die Hochintellektuellen. Ne? Das sind also mehr die Partyjungs oder die Leute, die halt, was weiß ich, reiche Familie haben und nichts machen. Und du hast dann irgendwie ein Verlangen, wieder was auf einem höheren intellektuellen Level zu machen. Und so gründet Christian Jagodzinski eine neue Firma, Villazzo. Villazzo macht Hotelmanagement für teure Villen. Und zwar sind wir wie ein Hotelbetreiber eigentlich, der dann in die Villen reingeht, da das komplett ausstattet. Das haben wir aufgebaut und ganz ehrlich, das sind wir momentan die einzigen auf der Welt, die sowas machen. Christian Jagodzinski schaut bei einer der Villen vorbei, die er in Miami im Programm hat. Heute wird ein neuer Kunde erwartet. Hey, hallo. Wie läuft's? Exzellent. Und bei Ihnen? Gut, gut, gut. Großartig. Da schaue ich jedes Mal drüber, dass das auch alles am richtigen Fleck ist, dass die Leute alles gut vorbereitet haben, dass der Welcome-Snack da ist, dass irgendwelche persönlichen Sachen für den Kunden da sind, zum Beispiel seine persönliche Zeitschriftenauswahl, solche Sachen. Und dann, wenn der Kunde ankommt und es ist ein guter Kunde, ein 5-Sterne-Kunde, dann komme ich auch persönlich vorbei und sage Hallo. Hier läuft alles soweit? Ja, ich bin fast fertig, Sir. Okay. Christian Jagodzinski hat jeweils 10 Villen in Miami, Aspen und Saint-Tropez im Angebot. Das Setup ist überall identisch. Wir nehmen immer von dem Eigentümer alles raus, was dem Eigentümer gehört und was irgendwie für den Kunden so aussehen könnte, als wäre das nicht sein eigenes oder komplett neu. Also wir haben unsere eigene Bettwäsche, unsere eigenen Kissen, unsere eigenen Badezimmer-Accessoires, Handtücher, alles. So, dass man praktisch dem Kunden das Gefühl gibt, er kommt nicht in ein fremdes Haus, sondern er kommt in ein Haus, das extra für ihn hergerichtet worden ist. So, also das Tolle an der Villa ist jetzt der Blick hier, weil man ja direkt auf den Sonnenuntergang rausschaut hinter der Miami Skyline. Für die Villa, die ist irgendwo zwischen 2.500 und 7.000 die Nacht, je nach Saison und je nachdem, wie lange man bleibt. Wir hatten natürlich schon einige bekannte Leute, was weiß ich, wie Beyoncé oder Jamie Foxx, Cristiano Ronaldo. Aber die Mehrzahl der Kunden sind einfach nur Geschäftsleute, die halt ein bisschen mehr Platz haben wollen im Urlaub. Um zu diesem Klientel zu gehören, braucht es mehr als Glück. Für angehende Selfmade-Millionäre haben die Reichen wertvolle Tipps. Zunächst mal sollte man auf Gegenwind vorbereitet sein, denn der wird kommen. Egal, ob dir 10 Türen vor der Nase zugeschlagen werden oder ob dir 10 Menschen Nein sagen. Aber wenn du darauf vorbereitet bist, zieht es dich nicht runter. Das Geheimnis des Erfolges ist, du musst das machen, was dir unheimlich Spaß macht. Weil nur so wirst du die Anzahl an Arbeitsstunden da reinstecken, die es braucht, damit du wirklich gut wirst bei was. Ich denke, es ist eine Einstellungssache. Du musst an dich glauben. Egal, welche Startbedingungen du hast, wenn du an dich glaubst und du eine Arbeit findest, die du liebst, wirst du Erfolg haben. Wir verbringen so viele Stunden mit Arbeiten. Falls du jede Minute deiner Arbeit heute gehasst hast, wechsle deinen Job. Das Wichtigste, was jedermann braucht, ist Vorstellungskraft.
Denn sie kann dich an unglaubliche Orte bringen und ermöglicht unglaubliche Dinge. Und nicht zuletzt musst du all die Dinge tun, die erfolglose Leute nicht tun wollen. Etwa von morgens früh bis tief in die Nacht arbeiten, 7 Tage die Woche. Du machst, was auch immer nötig ist, solange du niemanden dabei verletzt. All diese Ratschläge kreisen im Kopf von Ex-Millionärin Kim Levine. Auf dem Weg zu dem entscheidenden Termin steigt ihre Aufregung. Man ist immer ein bisschen nervös, wenn man zu einem Meeting geht, wenn nicht läuft was verkehrt. Kim braucht dringend Geld, um die Ausgaben für ihr Start-up-Unternehmen zu decken. Ich bitte um eine Gründungsspende in Höhe von $50,000. Dadurch kann ich Investoren aus meiner Firma raushalten. Ankunft in Downtown Detroit beim Risikokapitalgeber Bell Capital. Jetzt wird sich zeigen, ob Kim das benötigte Geld von Carolyn Cassin, der Chefin des Unternehmens, bekommt. Voller Enthusiasmus marschiert sie in das Bürogebäude. Doch bereits am Eingang wird sie von Carolyns Assistentin abgewiesen. Offensichtlich haben wir doch kein Meeting und sie hatten nicht den Anstand, uns das mitzuteilen, was ich nicht nachvollziehen kann. So einfach gibt sich Kim nicht geschlagen. Sie ruft bei Carolyn Cassin an. Doch sie erreicht lediglich ihre Mailbox. Ich vermute, ich bin einfach sehr enttäuscht und verletzt. Ich hätte einfach gerne gewusst, dass sie keine Zeit haben. Ich muss gestehen, dass mir das noch nie bei einer Verabredung mit einem Mann passiert ist. Ich verstehe es einfach nicht. Aber okay, die Botschaft ist angekommen und ich werde weiterziehen. Dankeschön. Kims Erwartungen an dieses Treffen waren hoch. Umso tiefer ist ihre Enttäuschung über die Art, wie sie behandelt wurde. Sie braucht ein paar Minuten, um die Fassung zurückzugewinnen. Scheitern ist in der Gründerszene ein Ehrenabzeichen, kein Schandmal. Du scheiterst? Na und? Das ist Amerika. Du reißt dich zusammen und machst weiter. Kim lässt sich von einer Absage nicht unterkriegen. Sie ist sich sicher, wenn sie sich nur genug anstrengt, wird sie den amerikanischen Traum erneut wahrmachen. Diese Story vom Tellerwäscher zum Millionär, die ist natürlich sozusagen Einzelfällen vorbehalten geblieben, aber rein prinzipiell sehen wir über lange Zeit in den letzten 100 Jahren in den USA große Aufwärtsbewegungen, die viele Teile der Bevölkerung beinhalten. Und dazu gehört dann eben dieses Anhimmeln des American Dream und diese Bewunderung auch für Leute, die das geschafft haben. Der amerikanische Traum, so ein flüchtiger Begriff. Für manche bedeutet der amerikanische Traum, auf Hawaii unter einer Palme zu sitzen und absolut nichts außer Yoga zu machen. Der amerikanische Traum bedeutet, ein komfortables Leben zu führen und sich keine Sorgen machen zu müssen, ob man genug zu essen hat. Er steht für alles, was du willst. Dass jeder es schaffen kann, viel Geld zu verdienen und glücklich zu sein im Leben. Für mich hieß das, eine gute Ausbildung zu erhalten, einen guten Job zu bekommen, Karriere zu machen und Sicherheit zu erlangen. Jeder hat die Möglichkeit, sich den amerikanischen Traum zu erfüllen, die Chance, seinen Lebensstandard zu verbessern und nebenbei hoffentlich auch anderen Menschen zu helfen. Auch wenn Geld allein nicht jeden glücklich macht, es ermöglicht Freiheit. Und so ist der amerikanische Traum unmittelbar mit Reichtum verbunden. Nicht ohne Grund leben in den USA fast so viele Millionäre wie im Rest der Welt zusammen. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist darauf ausgerichtet, diesen Traum zu verwirklichen. Tripping.